Was denkst du, wie ist das Ergebnis zustande gekommen? Ich glaube, zustande gekommen ist es, weil doch sehr viele Leute im Referendumskomitee sich dafür eingesetzt haben. Die Leute haben auch gemerkt, dass die Zeiten anders sind und dass es wirklich eine Chance ist, ein Nein. Daran hat es gelegen? Hat es eher an der Argumentation oder am Gegner gelegen? Ich glaube, es ist, sind zwei Faktoren. Erstens die Argumentation mit der guten Werbekampagne und zweitens, ich glaube schon, dass vielen Leuten aufgestossen ist, dass Gegenseiten mit Bürgerinitiativen, Regierung etc. eine massive Kampagne mit massiv Geld geführt hat, die die Leute nicht geschätzt haben. Was denkst du, was passiert jetzt in der Zukunft? Ja, ich denke, jetzt sind wir 5 Parlamentarier wieder gefordert. Es ist jetzt so eine Verantwortung für uns, um der Bevölkerung zu sagen, das ist jetzt eine Chance und wir nutzen die Chance und schätzen die Chance um. Es ist aber auch selbstverständlich Regierung, Spitalleitung und Stiftungsrat Spital jetzt in Verantwortung. Das Ziel vom Referendumskomitee ist ja gesehen, dass man das Ganze ein bisschen mehr umplanet. Wie schwierig wird der Vorgang sein, jetzt da nochmal ein neues Konzept auszuschaffen? Also ich denke, wir haben in den letzten Monaten mit den St. Galler Kollegen guten Kontakt gehabt. Ich glaube, wir bringen es auf die Reihe, aber die Regierung muss mitziehen.